Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 21. Vom Hörensagen nur hatte ich von dir vernommen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Hiob Kapitel 42, Vers 5. Hiob traute seinen Augen kaum. Vor der Tür des Gasthauses stand Irene. Sie trug einen verschlissenen blauen Reisemantel, der vom Nieselregen durchweicht war, und wirkte übermüdet und ausgezehrt. Aber als sie ihn sah, begannen ihre Augen zu leuchten. Mit einem heiseren Jauchzer ließ sie ihre Reisetasche zu Boden fallen und warf sich Hiob um den Hals. Doch schon im nächsten Moment ließ sie ihn los und tat erschrocken einen Schritt zurück. »Hiob«, flüsterte sie, »ich bin froh, dass du lebst.« Hiob sah sie verständnislos an und lächelte dann. »Ich auch, Irene.« Für einen Moment schwiegen die beiden und musterten sich gegenseitig. Wie lange war es her, dass er Valenkas verlassen hatte? Es mussten ungefähr 4 Monate sein, aber Hiob kam es wie eine Ewigkeit vor. Irene sah so anders aus, als er sie in Erinnerung hatte, und doch so vertraut. »Ich hatte Angst, ich würde dich nicht wiedersehen«, brach Hiob endlich das Schweigen. Irene nickte stumm. Plötzlich wurde Hiob bewusst, dass sie ja immer noch zwischen den anderen an der Tür des Gasthauses im Regen standen. Zögernd wandte er sich zu Eliphas um. »Das ist Irene. Sie hat mich gerettet, als die Feuerkäfer damals meine Flügel verbrannt haben. Sie ist mein Gast.« Eliphas nickte, den Blick nachdenklich auf den hochgewachsenen Mann gerichtet, der hinter Irene in der Tür des Gasthauses stand. »Was ist mit ihrem Begleiter?« Jetzt war es an Irene, sich überrascht umzuwenden. »Entschuldigte«, sagte sie an den Mann gewandt, »das hast du dir wohl verdient.« Damit griff sie unter ihren Mantel und warf ihm einen kleinen Beutel zu. »Es ist vielleicht nicht so viel, wie wir abgemacht hatten, aber es ist alles, was ich habe.« Zum ersten Mal fiel jetzt auch Hiobs Blick auf den düsteren Fremden. Er sah, dass der Mann ebenfalls in einen dunklen Reisemantel gehüllt war und eine Augenklappe trug. Nachdem er den Lederbeutel geschickt mit einer Hand aufgefangen hatte, ließ er den scharfen Blick seines eigenen Auges einen Moment auf Irene ruhen, bevor er erst Hiob und dann Eliphas und Francesca abschätzend musterte. Im nächsten Moment machte er einen auf dem Absatz kehrt und verschwand in der nächsten Gasse. »Ich hatte ihn beauftragt, dich zu suchen«, sagte Irene entschuldigend. »Und er hat dich schließlich gefunden. Also musste ich ihn auch bezahlen.« Hiob nickte, doch Eliphas schien mit dieser Erklärung nicht zufrieden zu sein. »Wann hast du diesen Mann angeheuert?«, fragte er und zog seine buschigen Augenbrauen zusammen. Ein Ausdruck des Erkennens huschte über Irenes Gesicht und plötzlich kehrte auch die quälende Erinnerung wieder. »Das war kurz, nachdem ihr meinen Sohn entführt hattet«, sagte sie vorwurfsvoll. »Ich bin nach Milau gegangen und habe ihn bezahlt, um nach Dominik und Hiob zu suchen und sie zu mir zurückzubringen.« Für einen Moment schien es, als müsste Eliphas all seine Beherrschung aufbringen, um Irene nicht eine schallende Ohrfeige zu geben. Doch dann wandte er sich nur um und ging ins Gasthaus zurück. »Karl!«, hörte Hiob ihn leise zischen. Irene wusste zuerst kaum, worüber sie mit Hiob sprechen sollte. Er musste so viel mehr durchgemacht haben als sie, und selbst wenn er allem Anschein nach jetzt nicht mehr der Gefangene der Beutereiter war, schien ihn irgendwas zu bedrücken. »Was ist mit Dominik?«, fragte er unvermittelt, nachdem sie schweigend die Stufen zu seinem Zimmer hinaufgestiegen waren. »Dem Jungen geht es gut. Wittgenstein, der Mann, der mich hergebracht hat,
hat ihn damals aus dem Kloster in Rhodes befreit und zu mir zurückgebracht. Dich auch zu befreien, ist ihm damals nicht gelungen. Hiob nickte. Das war auch gut so. Wenn Eliphas mich mit seiner Rotte nicht nach Trondheim gebracht hätte, wäre das ja jetzt womöglich schon längst für immer in den Tiefen des Himmels von Prag verschwunden. Oder schlimmer noch, in den schwarzen Klauen der Traumsaat gefallen. Er zog die goldene Schatulle unter der Decke auf dem schmalen Bett hervor. Sie erinnerte Irene an den Schrein in der Kirche von Martials, einem der Nachbardörfer von Valenkas, nur dass sie unendlich viel feiner und kunstvoller gearbeitet war. »Was ist das?«, fragte sie staunend. »Das ist das Liber Ragulitorium, das Ordensbuch der Raguliten. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, aber der Himmel meines Ordens in Trondheim wurde zerstört.« Hiob zögerte kurz und sah plötzlich sehr niedergeschlagen aus. »Allerdings hätte ich vielleicht auch keinen Engel getötet, wenn dieser Mann mich damals befreit hätte«, flüsterte er. Erschrocken hielt Irene den Atem an. Hiob hatte einen Engel getötet, und sie wusste, dass er selbst einer war, auch wenn er seine Flügel verloren und bei ihr in Valenkas wie ein Mensch gelebt hatte. Vielleicht war er seitdem sogar noch ein besserer Engel geworden. Wenn gerade er einen anderen Engel getötet hatte, dann musste dieser etwas Furchtbares getan haben. Eine andere Erklärung konnte es nicht geben. Sie setzte sich neben ihn auf das schmale Bett und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Was ist geschehen?«, fragte sie leise. »Sie standen um meinen ermordeten Ordensbruder herum, die blutigen Schwerter noch in der Hand«, erzählte Hiob tonlos. »Es war offensichtlich, dass sie ihn umgebracht hatten. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Im nächsten Moment habe ich mich auf den ersten von ihnen gestürzt.« Er schluchzte leise und vergrub das Gesicht in den Händen. »Ich kann immer noch spüren, wie sein Genick brach.« Schweigend schmiegte Irene sich an den zitternden Engel und legte ihren Kopf an seine Schulter. Es dauerte eine Weile, bis Hiob sich wieder beruhigt hatte. Dann begann er, ihr von seiner Reise nach Norden zu erzählen und davon, wie er aus seiner Gefangenschaft bei den Beutereitern langsam eine Art Freundschaft geworden war. Er berichtete ihr von seiner unverhofften Begegnung mit Anne und wie sie zu zweit über den schwelenden Ruinen des Himmels von Trondheim gestanden hatten. »Dann hast du sie also wiedergefunden, die Frau aus deinen Träumen?«, fragte Irene verunsichert. »Ja. Aber Anne ist nicht mehr die Frau, die ich früher kannte. Der Herr hat ihr genau wie mir Visionen gesandt. Und ich glaube, Anne haben sie noch stärker verändert als mich, falls das überhaupt möglich ist. Jedenfalls hat sie kein einziges Wort gesprochen, seit ich sie wiedergesehen habe. Ist sie auch hier? Ja, du kannst sie kennenlernen, wenn du magst. Ich nehme an, sie ist drüben in ihrem Zimmer.« Hiob stand auf und trat an die Tür. Für einen Moment zögerte Irene. Wollte sie diese Frau wirklich kennenlernen, die so sehr mit jenem anderen Leben verknüpft war, das Hiob einst geführt hatte, als er noch Kaliel hieß? Andererseits war Anna auch jetzt wieder Teil seines Lebens. Und darüber wollte sie alles erfahren. »Gut«, sagte sie und folgte ihm. Sie gingen zu einem Zimmer auf der anderen Seite des niedrigen Ganges und Hiob klopfte an die Tür. Die zierliche Frau, die ihnen öffnete, war etwa in Irenes Alter. Vielleicht ein paar Jahre jünger. Wie Hiob hatte sie blondes Haar und eine helle Haut, aber Irene musste feststellen, dass sie nicht so hübsch war, wie sie es sich vorgestellt hatte. Aber das lag vielleicht auch an dem seltsam gehetzten Ausdruck in ihren Augen. Sie konnte nicht genau sagen, was es war, aber irgendwas im Blick der Begine bereitete ihr Unbehagen. Anne trat beiseite und winkte sie hinein. Nachdem Hiob die beiden Frauen einander vorgestellt hatte, ergriff sie mit einem freundlichen Lächeln Irenes Hand mit beiden Händen und drückte sie herzlich. Irene lächelte ebenfalls, auch wenn sie sich in Annes Gegenwart immer noch unwohl fühlte. »Hiob hat mir viel von dir erzählt«, sagte sie dann. »Ich bin froh, dass er dich gefunden hat und dass es dir gut geht.« Anne hielt noch immer Irenes Hand, musterte sie lange und nickte dankbar. Dann legte sie Irenes Hand behutsam in Hiobs und drückte beide noch einmal fest. Jetzt war es Irene, die dankbar lächelte, auch wenn Hiob Anne nur verständnislos anstarrte. Als Hiob später neben Irene auf dem schmalen Bett in seiner Kammer lag und auf die schwarzen Wolken hinausblickte, die sich im Mondschein an dem winzigen Fenster vorbeischoben, war er viel zu aufgewühlt, um Ruhe zu finden.
Die Ereignisse seit Irenes Ankunft erschienen ihm wie ein Traum. Er konnte noch immer nicht fassen, dass sie auf einmal vor der Tür des Gasthauses gestanden hatte. Es hatte so gut getan, sie wiederzusehen und ihr alles zu erzählen, was ihm widerfahren war. Vor allem die Sache mit dem Ramieliten, den er in Prag getötet hatte. Ganz ruhig hatte Irene sich alles angehört, was er zu sagen gehabt hatte. Sie war einfach bei ihm gewesen. Eliphas und seine Beutereiter waren sicherlich auch vom Tod des Engels betroffen, aber als kampferprobte Krieger nahmen sie seinen Tod als Konsequenz der Ereignisse auf dem Schlachtfeld hin. Der Ramelit und Hiob waren Feinde gewesen. Das mochte ungewöhnlich sein, aber es war eine unleugbare Tatsache. Und wenn Feinde einander im Kampf gegenüberstehen, kam es vor, dass einer zu Tode kam. Das war nichts Persönliches, sondern das Schicksal eines Kriegers. Mehrfach hatte Hiob seit seiner Tat an den Passagianten in Nürnberg gedacht. Vielleicht hatten sie recht gehabt und er war doch ein Ketzer. Aber andererseits hätten sie ihn vielleicht auch getötet, wenn Eliphas ihn nicht gerettet hätte. Das Schlimmste war jedoch, dass seine Tat durchaus etwas Persönliches gewesen war. In jenem Moment hatte er die Rameliten aus tiefster Seele gehasst. Er hatte schon oft getötet, aber noch nie aus Hass. Und er hätte niemals geglaubt, dass es ausgerechnet ein anderer Engel sein würde, der einen solchen Hass in ihm hervorrief, dass er zum Mörder wurde. Denn als solcher fühlte er sich. Wer aus Hass tötet, war ein Mörder, oder? Dennoch hatte Irene ihn nicht für das verurteilt, was er getan hatte. Sie hatte ihm zugehört, bis er nicht mehr reden konnte. Und dann hatte sie ihn geküsst. Zuerst auf die Stirn, dann auf den Mund. Ihre Lippen waren so weich gewesen. Ein wohliger Schauer lief ihm über den Rücken, als er daran dachte, und er ließ seine Fingerspitzen über ihre Schulter fahren, die blass im hellen Mondlicht schimmerte. Irene seufzte leise im Schlaf, und er nahm vorsichtig die verschlissene Bettdecke und breitete sie über ihnen aus. Am nächsten Morgen kam Hiob allein in die Gaststube hinunter. Irene lag noch immer im Bett und schlief. Sie hatte ihm erzählt, sie hätte in den letzten Nächten fast überhaupt nicht geschlafen. Deshalb hatte er sie auch nicht geweckt, sondern war allein aufgestanden. Die Tür des Gasthauses stand weit offen. Und davor konnte er die weißen Flügelpaare mehrerer Engel erkennen. Hatten die Rameliten sie etwa bereits aufgestöbert? Alarmiert sah er zu Eliphas hinüber, der in der Tür stand und mit den Engeln zu reden schien. Als er Hiob die Treppe hinunterkommen hörte, wandte der Kompteur sich um und ging ihm entgegen. »Diese Engel sind auf der Suche nach dir«, begrüßte er ihn leise. »Sie kommen vom Himmel der Ureliten in Mont Salvage.« »Natürlich hat der Wirt es nicht gewagt, sie wegzuschicken.« »Sie kommen aus Mont Salvage?« fragt Hiob überrascht. »Ob das eine alte Schar war? Wie haben Sie mich hier gefunden?« »Nun«, antwortete Eliphas säuerlich, »es scheint, als hätten deine liebe Freundin Irene und ihr feiner Schnüffler sie auf unser Versteck aufmerksam gemacht.« »Ich werde mit Ihnen reden«, rief Hiob ausgebracht und schob Eliphas beiseite. Mit ein paar schnellen Schritten war er durch die Tür und auf der Straße. Es war ein typischer grauer Morgen und der böige Westwind trieb Schleier feinen Nieselregens vor sich her. Aber es war keineswegs seine alte Schar, die dort draußen auf ihn wartete. Er kannte keinen einzigen der fünf Engel, die ihn jetzt neugierig musterten. Zuerst fiel ihm der hochgewachsene Ramelit auf. Er musste mindestens ein Jahr älter sein als er selbst und sein offener, freundlicher Blick ließ Hiob schuldbewusst an seine schreckliche Tat denken. Der Urelit neben ihm hatte nicht wie Varkanel sein Haar verloren, sondern trug stolz den langen, steifen, mit grünen Seidenbändern umwickelten Zopf seines Ordens im Hinterkopf. Etwas abseits stand eine kleine, sehr zierliche Raphaelitin, deren Haar ebenso silbrig schimmerte wie das des Rameliten. Ihr sanfter Blick ruhte prüfend auf Hiobs flügellosen Schultern. Ein paar Schritte vor ihr stand ein gedrungener, kräftiger Gabrielit von dunkler Hautfarbe, der ihn mit vorgeschobenem Kinn herausfordernd anstarrte. Jetzt machte die ebenfalls nicht gerade hochgewachsene Michaelitin,
die in der Mitte ihrer Schar gestanden hatte, einen Schritt auf ihn zu und sah ihm mit festem Blick in die Augen. »Ich bin Ariel vom Orden der Micheliten und dies ist meine Schar. Abguilaum von Montsalvage hat uns entsandt, um dich zu finden, Kaliel von den Raguiliten, der du dich jetzt Hiob nennst. Wir haben den Befehl, dich nach Roma Aeterna vor das Konsistorium der Angelitischen Kirche zu bringen.« Epilog. An das gesegnete und ehrwürdige hohe Konsistorium der Angelitischen Kirche in Roma Aeterna. Oculi nostri ad dominum nostrum fratres. Ich bin untröstlich, euch in diesem Schreiben von den schweren Verfehlungen einiger gefallener Engel berichten zu müssen. Des Weiteren hege ich den ernsten Verdacht, dass der Fall des Himmels zu Trondheim keinesfalls ohne Auswirkungen auf die verbliebenen Mitglieder jedes Ordens geblieben ist, und ich meine hierbei negative Auswirkungen. Als Beweis hierfür möge die traurige Tatsache gelten, dass es sich bei den bereits erwähnten gefallenen Engeln um Angehörige jenes seit jeher als eigensinnig bekannten Ordens handelt. Die beiden Engel haben sich ihrer heiligen Pflicht widersetzt, nach der katastrophalen Vernichtung ihres Himmels das hochheilige Liber Raguilitorium in die einzig angemessene Obhut, nämlich die des Ramils Himmel in Prag, zu übergeben. Im Gegenteil, in ihrer Verblendung haben sie versucht, es bei einem geheimen Treffen den Schergen des Widersachers auszuliefern. Einzig einer kleinen Schar ramelitischer Gottesboten unter meiner bescheidenen Führung ist es zu verdanken, dass diese Übergabe im letzten Augenblick vereitelt werden konnte. Die Gefallenen stellten sich hierauf gemeinsam mit den dämonischen Handlangern des Herrn der Fliegen gegen uns. In dem anschließenden Handgemenge gelang es uns, einen der beiden gefallenen Raguliten seinem wohlverdienten Schicksal zuzuführen. Der andere jedoch, ein besonders ruchloser und gefährlicher Ketzer, der sich zum Zeichen seiner Auflehnung gegen die gottgegebene Ordnung seine Flügel entledigt hat, tötete einen Rameliten, den Engel Asphael, kaltblütig mit bloßen Händen. Doch dieser gotteslästerliche Mord war nicht die letzte seiner Untaten. Bei seiner Flucht gelang es ihm, mir das soeben sichergestellte Liber Raguilitorum zu entreißen, und als ich versuchte, einen seiner Spießgesellen, offenbar einem abtrünnigen Kompteur mit Namen Eliphas von Bern, das ehrwürdige Konsistorium, möge sich das nur vorstellen, an der Flucht zu hindern, hieb er mir ebenso kaltblütig den linken Arm ab. Auch wenn ich im Gegensatz zu Asphael, möge er die Segnungen der Läuterung empfangen, noch unter den Lebenden verweile. Stellt diese Tat, wie der Mord an einem Engel des Herrn, einen ketzerischen Angriff auf die Ordnung aller Dinge dar. Aufgrund der soeben beschriebenen Vorfälle ersuche ich das hochehrenwerte Konsistorium, inständig die Inquisitoren der Heiligen Angelitischen Orden mit einer genauen Überprüfung aller verbliebenen Raguliten zu betrauen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Überreste jenes Ordens zu einer neuen Saat der Ketzerei werden. Hochachtungsvoll, euer stets ergebener und untertänigster Diener, Prälat Wilhelm Reinitschi, Inquisitor vom Orden der Ramieliten. Magnificat anima mea dominum.